So, weiter geht's ohne großartig Pause. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen. Ich sollte privat mal ein bisschen Ressourcen sammeln und so ein Scheiß. Die nehme ich mit. Sieht schon ganz geil aus hier. Was ist das alles? Ich habe nicht genug Beeren. Oh, der hat gesessen. So, der ist schon mal hinüber. Damit halte ich durch. Das ist schön. Was ist das? Pack die Holotaschen. Sieht alles hier schon interessant aus. Ich gucke mir das jetzt mal an, unabhängig davon, ob ich jetzt mit der Story weitermachen wollte oder nicht, aber... Verrosteter Hebel. Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht liegt hier etwas Nützliches herum. Ich sollte mal da reinschauen. Oh, der Schalter kontrolliert die Schienen. Eine alte Lore. Ob sie sich noch bewegen lässt? Okay. Weiter geht's nicht. Weiter geht's nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube, ich muss hier irgendwie hin. Aber hier hinten war noch irgendwas. Also ich bin noch nicht komplett durch. Hotel. Wofür ist dieser Schalter da? Ja, das haben wir doch schon eben herausgefunden. Hier stand doch irgendwas mit Pack die Holotaschen. Doom Surfet nur 1065. Nein, ernsthaft. Ich habe mehr Bilder von Harriet Choi auf meinen Einlagen drucken lassen. Was? Ich habe mir Bilder von Harriet Choi auf meine Einlagen drucken lassen. Wenn ich jetzt die Kontrolle über meine Blase verliere, kriegt sie auch mal ein Gefühl der Verdammnis. Um die neue Gegenbehandlung bringt ihr was? Ich habe noch keinen Termin für meine. Ja, sie hat ein paar Nerven repariert, aber wen interessiert das schon noch für die Heilung der Verdammnisplage? Wir sitzen hier, Gefangene für den Rest unseres Lebens. Stimmt, aber nicht so gefangen wie früher, oder? Welchen Holotrip willst du als nächstes machen? Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Dann raus damit, wo willst du hin? Ich weiß nicht, vielleicht wie Wyoming? Wyoming, ja. Du musst größer denken, du meinst Montana zum Beispiel.
meine überall. Es geht um Holoreisen. Wir können ins Ausland. Ins Ausland? Ja, vielleicht nach Europa oder China oder auf den Mond. Was gibt es auf dem Mond schon zu sehen? In Wyoming gibt es wenigstens noch ein paar Tiere. Stimmt wohl, dann also Wyoming. Okay, also die sind wahrscheinlich hier gefangen gewesen. Hatten irgendwelche Probleme. Und dadurch hatten, ja. Und dadurch, ja, hatten die nur noch Holoreisen dran. Obwohl, so ein Holoreise, why not? Wenn es akkurat ist. Muss ich nur gucken, wohin uns die Lohe hier für die Dingsbums der Waggon führt. Stufe 8 Graser. Super, die Frage ist nur, wo hat mich noch einer entdeckt? Hier gibt es nämlich noch eine Menge zu entdecken. In dem Raum ist irgendein Relikt. Aber wie kommt man da rein? Stimmt, von oben. So, jetzt muss ich wahrscheinlich nach da drüben hin. Hallo Kamera, danke. Och, ich will doch nur... Ich will doch hier nur abspringen. Sicher? Daniel, wie lange bist du noch mal bei uns? Das Baujahr der Anlage zu wissen, ist zwar keine Einstellungsvoraussetzung für jemanden in deiner Position, aber hast du sie dir mal von außen angeguckt? Es ist schwer zu übersehen. Jetzt sieh dir mal ein paar Minuten das Gebäude an. Es hat einen Grund, dass es als historisches Wahrzeichen gilt. Und dann gieß doch bitte mal meine Pflanzen, Aerith. Okay. Ich nehme an, dann mal los. Da hat wohl jemand Mist gebaut. Ach, da war wahrscheinlich irgendein Vermieter, der sich nicht um Dingsbums kümmern wollte. Man braucht einen Code. Baujahr. Gibt's hier was Nützliches? Ich habe das Baujahr von dem Ding ganz vergessen, aber wo finde ich das? Also mit Kreis oder Viereck kann ich ja gleiten. Es muss doch hier, entweder muss es hier irgendwo auf einem Schild stehen. Oder das wird in irgendwas gesagt. Das Gebäude von außen doch mal an. Weil wir könnten jetzt cheaten und könnten gucken. Ob da irgendwie draußen was steht. Oder wir könnten gucken, wie es aussieht.
glaube, hier steht nichts mehr von irgendwelchen Zahlen. Aber steht noch Hotel drauf. Das ist schon mal gut. Muss ich nur gucken, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Die Daten können. So. Und danke nochmal, dass du meine Pflanzen gießt, während ich weg bin. Nicht jeder kann nachvollziehen, dass ich das nicht die Bots machen lasse. Die Station zu putzen und wieder aufzufüllen ist das eine, aber wie du ja selbst sagtest, das Leben sollte von den Lebenden versorgt werden. Ich habe den Zugangscode auf das Jahr eingestellt, in dem die Station gebaut wurde. Oh, und bitte lass meinen Drachenbaum nicht zu lange in der prallen Sonne stehen. Nützlich sein. Ja, das ist mir schon klar. Die Frage ist, wo kriege ich das denn? Wo kriege ich das Baujahr gesagt? Die Information hat mir jetzt eine Info gegeben, die ich leider schon wusste. Zugriffskonsole. Hier gibt es viele Vorratskisten, aber da komme ich wahrscheinlich nur hier oben dran. Ist eigentlich komisch, warum kann ich mich nicht da festhalten? Wo finde ich jetzt... Finde ich das jetzt überhaupt hier? Nicht zu lange in der Sonne stehen lassen. Warum habe ich die Information jetzt bekommen? Irgendwo muss ich doch gesagt bekommen... der alten Welt. Wie komme ich dahin, um es zu holen? Ich schaue mal meine Datenpunkte an. Könnte helfen. Das bringt mir in dem Sinne gar nichts. Treff. Nebenquests. Heute geht's endlich weiter. Morgen, ja. Hades. Minimal. Sagen, was du willst, aber Holotaschen. Das sind nur mehr. Wyoming bringt mir jetzt auch nichts. Indischer Ozean. Nee, das hat damit auch nichts zu tun. Beuteverträge unbekannt. Das Baujahr der Anlage zu wissen, ist zwar keine Einstellungsvoraussetzung für jemanden in deiner Position, aber hast du dir das mal von außen angeguckt? Danke nochmal, dass du meine Pflanzen gießt. Pipapo, ja, ich weiß. Mann, das ist deine Party. VIP-Code ist 2044. Da steigt die richtige Party. Das hatten wir schon. Hier hatten wir ja nur hier danke nochmal und Baujahr.
Aber das bringt mir in dem Sinne halt nichts, wenn ich das Baujahr nicht kenne. Hast du dir das Ding mal von außen angeguckt? Hier steht halt auch nirgends ein Schild oder sowas, wenn da wenigstens irgendwo das Baujahr drinstehen würde. Ja. Ja, ich würde sagen, interessant, ne? 1623. Okay. 1623. Sie, da frage ich jetzt mal nicht. Aber gut, ich habe es auch so... Okay, wir haben es ja gefunden. Ist okay. 1623. Das war nichts. Hä? Nein. Wie nein? Ach, das war's nicht. Hä? Habe ich mich so verguckt? Ah nee, das ist eine 9. Die 9 ist runtergefallen. 1923. Sollte das Baujahr dieses Ortes irgendwo an den Wänden zu finden sein. Ja, ich weiß, Aloy. Ich habe einfach nur 1923 noch. Hätte mir aber eigentlich auch einfallen sollen, weil 1623 dafür wäre die Anlage, glaube ich. Ein bisschen too much. Bin drin. Das hat's jetzt vollgebracht. Hallo? Ja. Also... Will zwar jetzt nichts sagen, aber irgendwie Klettern haben sie verschissen. Das Klettern haben sie echt verkackt. Schön, dass sie sich da nicht dran festhält. Stell es mit Anlauf dran, oder... Na super. Okay. Wohin jetzt? Erstmal alles hier abgrasen. Versteht sich ja von selbst. Das war's gleich mit dem Feuerglimmer. Super. Lass mich raten, wir müssen die wir müssen das Ding hier wieder reinschieben. Das war mir irgendwie klar. Okay. Die Schienen sind auf die Kurve ausgerichtet. Richtig. Ich kann es nur ziehen, ne? Na, immerhin. Also so alt wie das ist, muss das Ding doch bestimmt relativ schwer sein. Okay.
Gab's viel? Das Ding muss hier rüber. Weiß man nicht, was du meinst, Aloy, aber... Geschafft. Und noch ein Relikt. Ich behalte das lieber. Vielleicht kriege ich später raus, was ich damit mache. Super. Gab auf jeden Fall ordentlich Fähigkeitspunkte. Schwere Waffe. Das brauche ich alles nicht. Ultraschuss, Waffentechnik brauche ich jetzt auch nicht. Ich würde sagen... Kriegerin macht Sinn. Ich glaube, ich bin doch eher... Dreifachschuss Häcksler. Nope. Sprengschleuder. Oh, die sieht auch nicht schlecht aus. Wirksame Medizin. Das klingt doch gar nicht mal schlecht. Ist auch nicht schlecht. Häckslermine. Fernkampf. Mut bei Aufprall. Ich glaube, mit Bogen habe ich relativ viel jetzt schon. Fertig. Da hinten will ich auch nochmal hin. Frage ist nur, wie komme ich da am besten hin? Komme ich da am besten raus? Normalerweise müsste das gehen. Oh, komm schon. Kann ich hier denn irgendwie von außen hin... Oder muss ich die Lore da jetzt rausholen? Ich könnte es probieren. Okay. Oh, du sollst da hoch auf. So, das lief doch schon mal super. Besser als gedacht. Ich kann Reitmaschinen rufen, das ist schön, aber bis jetzt brauche ich... Weil ich bin nicht so der Typ der Reitmaschinen hier. Bewegen wir das Ding. Hä? Kann es sein, dass das ein bisschen laggy war, weil eigentlich sind wir da schon längst durch. Lore haben wir mehr als genug.
So, wunderbar. Bohnenstängel habe ich eigentlich mehr als genug. Ist hier noch irgendwas? Lohbehälter, ja, den brauche ich jetzt nicht zwingend. Den brauche ich jetzt nicht zwingend. So, hier haben wir noch ein bisschen. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Das lief doch schon mal gut. Kann ich hier hoch? Will ich hier hoch? Soll ich hier hoch? Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, auf dem Berg zu sein und... in meinem Fokus und komm später wieder. Verstehe. Weiß ja nicht, was da los ist, aber da scheint ordentlich was los zu sein. Wir haben noch einen Rebellen-Außenposten. Also alles Gegner. Ich find's gut, dass sie sich boxen. Ich bin doch eigentlich auf deiner Seite, warum greifst du mich an, du Lümmel? Oh, die mag ich überhaupt nicht. Ja, natürlich beide.
Alter, dieser Lappen. Ja, natürlich. Dann auf die harte, altmodische Tour. Alter, dieser Lümmel. Super. So, keine Ahnung, was für ein Kampf hier gestartet ist, aber hey. Hier kommt blockierter Weg, fehlendes Werkzeug benötigt. Steine brauche ich jetzt nicht. Das sieht irgendwie nach einem Rebellenlager aus, das ich vielleicht hätte noch nicht finden sollen. Ein Rebellenaußenposten. Ich muss den Anführer finden und erledigen. So, einfach alle erledigen. Boah, ich hab so Bock drauf. Habe ich markiert. Gibt es hier irgendwo ein Feuer in der Nähe? Irgendwas, womit ich schnell reisen kann? Weil ich sage ganz ehrlich, ich will eigentlich eher, bevor ich jetzt hier anfange. Warte mal, ist das Reinklang? Ja. Ich will erstmal hier hin. Nach Kettenkratz. Ich mache das jetzt offscreen. Ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich meine Waffen so ein bisschen verbessere, weil es bringt ja nichts. Ich habe so das Gefühl, dass das alles halt irgendwie nicht viel bringt, ne? Also bis dahin, Leute, macht's gut. Tschüss.